Servus miteinander. Wir melden uns jetzt mal kurz hier aus der Halbzeit, weil das ist ja doch ein aufregendes Spiel. Damit hat ja keiner gerechnet, ich zumindest nicht, mein Co-Kommentator der Gulli nicht. Es steht 13-0 hier im Spiel gegen Münster. Und wir haben heute hier den Max Eichinger vom Jahnblock, das Analyse-Genie. Ja, und Max, gib mir mal bitte deine Meinung. Was sagst du zur Halbzeit? Warum hat es bis jetzt so funktioniert, wie es funktioniert hat? Erstmal Servus. Ich glaube, man kann keine perfektere Halbzeit spielen, wenn das überhaupt geht. Ja, der Jan verteidigt gut. Wir kommen gut ins Gegenpressing. Anfangs hatte ich noch Sorgen. Aber dann mit dem 1-0 funktioniert das immer besser. Wir kommen immer besser ins Gegenpressing. Und Preußen Münster kommt eigentlich gar nicht aus der eigenen Hälfte raus, außer sie schlagen lange Bälle. Und diese langen Bälle, die werden gut wegverteidigt. Gerade Luis Brönig köpft immer wieder alles raus. Rasim Bulic auch gut zu wenden, rückt immer wieder gut aus seiner Position heraus, attackiert die Innenverteidigung der Münsteraner. Und dann hast du immer wieder diese Ballgewinne, schaltest gut um und dann steht es einfach mal 3-0. Max, du sagst ja immer, oder wer dich kennt, du weißt ja, dass du immer von Spielphilosophie sprichst, dass die Spielphilosophie vom Jan ja oft heißt Pressing. Du hast Rasim Bulic erwähnt, der meiner Meinung nach ein unglaublich starkes Spiel heute macht. Und es ist ja auch auffällig, dass die Münsteraner bis jetzt sehr, sehr fehlerhaft gespielt haben. Ist das die Konsequenz aus dem, was du gesagt hast, dieses Pressing, dass diese Fehler passieren? Wenn diese Philosophie funktioniert, dann hast du mit diesem Pressing und diesem Ballgewinnen. Und wenn du die Chancen machst, dann steht es 3-0. Wenn das der Gegner nicht ausnutzen kann, wenn der Gegner keine Lösung empfindet und die findet Preußen Münster nicht, obwohl sie auf Platz 3 stehen, dann funktioniert diese Philosophie. Manche haben vom Sandhausen-Moment gesprochen. Denkst du, dass das der Sandhausen-Moment für Münster ist? Ja, also ich glaube, man muss die Nachbetrachtung erst nach der 90. Minute beginnen. Also es wird schon wichtig sein, dass wir weiter den Fokus wahren in der zweiten Halbzeit, dass wir weiter aufs Pressing setzen und weiter die Münsteraner stören. Sie werden mit Wut aus der Halbzeit kommen und es wird essentiell sein, wie wir darauf reagieren. Ja, Max, was würdest du noch der Mannschaft mit auf den Weg geben, was jetzt wichtig ist in der zweiten Halbzeit, was nicht passieren darf? Ich glaube, wir müssen einfach dranbleiben, einfach weitermachen und dann wird es schon. Ja, das denke ich auch. Und ja, würde mir auch wünschen, dass die Verteidigung weiterhin so stabil weitermacht. Und dann hören wir uns nach dem Spiel wieder, dann aber mit dem Gulli. Und dann hoffen wir, dass wir euch frohe Kunde verbringen können. In diesem Sinne, bis später. Ciao. Bulic jetzt in der Vorwärtsbewegung auf links, wird da zu Fall gebracht. Das reicht aber nicht. Jetzt zweimal zum Fall gebracht. Die Jahn-Spieler haben den Ball im Strafraum, gehen weiter nach vorne, liegt rüber und Tor! 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 Und was für eine Bude, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, wie das so schnell entstehen konnte. Der geht ja jetzt in den Strafraum, bringt eine scharfe Flanke, allerdings wird er rausgeköpft, der Ball. Danaus, uiuiui, aus der zweiten Reihe abgeschossen, Kepa kann den Ball an die Latte lenken. Danaus bekommt ihn, legt dann nochmal zurück auf Benisala. Benisala von drei Leuten angelaufen, jetzt schön auf Faber gespielt, der ist im 16er, Ball in die Mitte, Hackentrick, Fick und wieder Tor. Ja, Wahnsinn. Und Münster will den Ball rausschlagen, aber Garnas haut den Fuß drauf. So, jetzt ist Münster im Vorwärtsgang und läuft. Allerdings in den Lauf von Schönfelder. Jetzt ist der Jan am Ball. Jan, Kote im Strafraum. Mach selber, mach selber. Kote, Schönfelder. Ja, ja. Ball, 3-0. Ich hab's gesagt. Ich hab's auch gesagt. Mach selber. Spiel nicht mehr ab und ja, 3-0. Warum hört man nicht auf uns? Der Kollege von der MZ sagt es. Servus zusammen, willkommen zum 1889 FM auf der Matchtalk. Ich habe mir heute einen Gast noch eingeladen, und zwar den Jens von, ich kann es nicht aussprechen jetzt. Radio Mottek-Strehle. Was heißt das? Das ist die Münsteraner Sprache Masematte. Und Mottek-Strehle, Mottek ist ein Hammer, Strehle ist die Straße und wir sind hier an der Hammerstraße. Ach, da schau her. Sehr kreativ. Ja, klar. Ja, 1889 FM ist nur halb kreativ, unser Gründungsjahr. Ja. Wie geht's dir nach diesem Spiel? Was ist dein? Ja, alles gut. Es war ja jetzt nicht so, dass das jetzt hier irgendwie kurz vor Schluss, sondern es hat sich ja jetzt über sehr lange Zeit angekündigt im Spiel, dass das heute nicht für uns gut läuft, sondern dass es halt für Regensburg oder für euch halt wirklich auf die Siegerstraße geht. Dafür haben wir auch alles getan. Das muss man schon sagen. Also unsere Jungs haben heute überhaupt gar nicht gut gespielt. Schon fast erschreckend. Ja, ich würde gerne mal das so aufbauen. Wir fangen mal mit der ersten Halbzeit an. Was mir in der ersten Halbzeit sehr massiv aufgefallen ist, dass ihr mit unserem Gegenpressing überhaupt nicht zu gekommen seid. Nee, überhaupt nicht. Sehr also fehlerbehaftet. Ja, ihr hattet sehr viele Fehler, sehr viele Aufbaufehler. Ja. Man muss aber auch sagen, wir haben auch
doch immer wieder Nadelstiche von euch zugelassen. Also ich denke da nach dem 1, das sehr glücklich gefallen ist, auch an diesen Lattentreffer von euch. Ja, klar. Wo wir sagen müssen, es hat aus Regensburger Sicht Gottes, ja. Man muss Gott für euch alles danken, auch für Felix Gebhardt, also vor allem für Felix Gebhardt, weil der hat ja Reflexe jenseits von Gut und Böse. Ihr könnt euch aber auch bei, denke ich, Schulze News bedanken, weil der war auch schon ein paar Mal sehr, sehr gut da und hat aufgepasst. Definitiv. Also wie gesagt, es war zu der Zeit, ich hätte jetzt auch gesagt, wenn dieser Lattenknaller, wenn der doch noch reingeht, weiß ich nicht, wie das Spiel dann gelaufen wäre, aber letztendlich kamen wir heute überhaupt nicht in Frage. Wir haben ja wirklich quasi alles falsch gemacht. Also fehlerbehaftet, das Aufbauspiel hat null funktioniert, immer wieder Stockfehler hinten drin, Abspielfehler, was man hier halt eigentlich nicht kennt. Also eigentlich haben die Preußen hier einen anderen Auftritt. Aber so ist das halt, das passiert. In jede Serie reist und nächste Woche starten wir vielleicht eine neue. Wem sagst du das? Ja. Zweite Halbzeit, wenn wir da kurz drauf blicken, muss ich sagen, was ich etwas vermisst habe von eurer Seite, war im ersten Moment das Aufbauen. Also ich war etwas überrascht, weil wir euch auch vor allem immer mehr das Spiel überlassen haben, weil wir Zeit von der Uhr nehmen wollten. Und dann aber mittendrin hat es doch irgendwie einen Schalter umgedreht. Also mit den mit dem 1-3. Auch vorher fand ich ehrlicherweise schon, ihr habt ja zur Halbzeit schon zweifach gewechselt. Und dann die zweiten Zweifachwechsel, wo Terhorst und so weiter kam, die haben da meiner Meinung nach ein bisschen den Schalter bei euch umgelegt. Und vor allem eben der, ich kann ihn nicht aussprechen, es tut mir leid, die eure Oberjapa. Genau, der hat ja wirklich nochmal richtig Feuer mit reingebracht. Ja, total. Habe ich auch tatsächlich vorhin gesagt. Also ich habe so nach 5-6 Minuten, zweite Halbzeit, ich sage, warum passiert hier nichts? Warum, wo ist das Aufbäumen? Wo ist der Wille? Komm, wir versuchen es nochmal. Man hat den Eindruck gehabt, okay, lass uns mal gucken, dass wir das 0-3 hier irgendwie durchkriegen und dann ist gut. Aber das richtige Aufbäumen, mit dem kurz vorm 1-3 oder mit dem 1-3 und mit Obejapwa kam noch mal ein bisschen was rein. Aber letztendlich hat es natürlich überhaupt nicht gelangt und das geht auch völlig in Ordnung, dass es so ausgegangen ist. Was man aber auch, man muss sich ja auch immer ein bisschen an die eigene Nase fassen. Man muss nicht meiner Meinung nach auch die Gegner respektieren. Obejapwa hat es ja auch sehr gut gemacht, weil wir haben ja auch mehrfach gewechselt. Wir haben unter anderem dann eben auf der linken Seite den Oskar Schönfelder rausgenommen, dafür Brian Hein, muss ich jetzt leider außer Kritik anbringen, man sieht, warum Brian Hein nicht die Startelf-Wahl ist, also ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, also die Nummer 7 von uns ging raus, die Nummer 3 kam rein auf der linken Seite und da hat sich ja eure Nummer 10 spielend getan, also da hat sich am Ende auf unserer rechten Seite ist es ja dann sehr, sehr viel getan. Meine Frage, die mir aufgefallen ist, ist eure rechte Seite eure starke Seite? Geht viel über rechts, weil ihr habt ja großteils auch über rechts gespielt. Ja, es kommt ja mal drauf an. Ich sag mal, wenn Marc Lorenz zum Beispiel spielt, der auch viel auch über links kommt. Mhm. Das ist eigentlich eher so, weil er macht da sehr viel. Aber ja, ob das jetzt so die starke Seite ist, nein, würde ich jetzt sagen, nee, das ist jetzt nicht unbedingt. Vielleicht heute so. Ja, also heute, das, was man heute gesehen hat, ist nicht das, was wir sonst sehen. Ja. Also absolut nicht. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wo jetzt hier was Starkes oder nicht Starkes. Heute habe ich viel Nicht-Starkes gesehen. Also da muss ich zur nächsten Woche einiges ändern. Weil zum Thema starke Seite, da werden jetzt wahrscheinlich unsere Meinungen auseinandergehen. Ich fand Sven Jablonski, den Schiedsrichter, schon sehr stark. Viele Zuschauer haben es nicht so gesehen. Na, ich fand es okay. Am Ende die Nachspielzeit, okay, kannst du auch drüber diskutieren, warum nur 5 Minuten, aber das hätte jetzt auch nichts am Ergebnis gegeben. Weil ich da ehrlicherweise sagen muss, da hat es mich bei der ersten Halbzeit mehr gewundert, wo euer Spieler ja so Probleme hat. Ja, das stimmt. Da hat es mich gewundert, dass es nur 2 Minuten waren. Ja. Andere Sache, ich habe deinen Kollegen gerade auch gefragt und der hat also bestätigt, hätte ich dich vor 6 Monaten wahrscheinlich gefragt, so und Ende der Saison, Rückspielen um einen Aufstieg, 3. Platz, auf keinen Fall. Jetzt auf jeden Fall. Also das, was die hier abreißen seit Wochen, das ist absolut für Münster Wahnsinn. Wir sind Aufsteiger, relativ überschaubaren Etat und dafür ist das schon sensationell. Also es ist halt hier in Münster, du siehst es ja selber, guck dir das Stadion an. Wir haben gerade das Problem, in Anführungsstrichen, sollte das tatsächlich wirklich passieren, dass die hochgehen, was machen wir denn dann? Dann haben wir hier ein Problem, weil hier steht ein Stadion, was in den nächsten 2 Jahren abgerissen werden soll. Dann soll hier ein neues Stadion entstehen. Das ist aber alles noch nicht so weit, das dauert. Ne? Die Münsteraner. Ja, genau. Also du siehst diese Westkurve, was ja hier nur eine Mauer ist, das war ja auch früher eine Kurve, wie es da war. Mhm. Die ist schon weg und das geht jetzt, da soll die neue Kurve gebaut werden, dann kommt die Gegengrade weg, dann das ist so ähnlich wie in Karlsruhe. Die haben es ja auch im laufenden Betrieb Seite für Seite neu gebaut. Das ist hier auch geplant. Aber ja, die Münsteraner Behörden sind nicht so ganz schnell, das dauert alles.
Und deswegen ist halt die Frage, wenn es hier doch in die zweite Liga gehen würde, ist das halt schon eine Herausforderung für den Verein. Und da hat keiner mit gerechnet. Vor 6 Monaten ganz sicher nicht. Bei uns ehrlicherweise auch nicht, dass wir weit oben mitspielen wollen. Ja, irgendwann gab es so diese Devise, naja, DFB-Pokal möchten wir mitnehmen. Wie es jetzt ausgeht, wir sind zufrieden mit der Saison. Wie es jetzt war, klar, die Dölle war jetzt ein bisschen blöd. Aber es hätte keiner von uns mit diesem neuen Kader damit gerechnet. Ja. Und ja, wir sind gespannt, was sich da noch ergibt. Der Ausblick bei euch, ihr habt ja gleich noch ein relativ knackiges Restprogramm. Ja, müssen jetzt nach Ulm. Ja, und dann kommen halt natürlich auch noch so Mannschaften wie Freiburg 2, wo du einfach, und für Münster ist es immer typisch, gegen solche Mannschaften sehr, sehr schwierig. Viktoria Köln kommt noch, also es sind noch ein paar schwierig, aber in dieser Liga ist einfach kein leichter Gegner zu finden. Ja, für ein Jahr werden es entscheidende Wochen. Dresden, nächste Woche 60, die Rückkehr von Joey Zwartz. Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. ja, mal schauen. Ich wünsche euch alles Gute und wie gesagt, weil ich einfach ein Riesenfan von dieser Geschichte bin, an der Stelle auch nochmal natürlich auch Schulze Niemes alles Gute. Ja. Ich meine, wie kann man seine Karriere schöner beenden als bei ist total Jungen. Toll. Für mich selber auch sehr schön. Ich habe hier die B-Jugend früher trainiert. Da war Max im Tor. Also auch eine schöne Sache, dass man das jetzt auch über die vielen Jahre begleiten durfte. Und ja, man darf gespannt sein. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr eure Ziele bekommt und dass ihr die erreicht. Bei uns ist es einfach, wir nehmen das einfach Woche für Woche so auf, wie es ist. Wenn es nicht klappt, kein Beinbruch. Einfach genießen. Wir genießen das total, dass es gerade so ist. Wir haben unser Ziel ja schon erreicht. Wir wollten die Klasse halten, das ist erledigt. Jetzt ist nur noch Bonus und gucken, was passiert. Passt. Jens, ich bedanke mich bei dir. Sehr gerne. Mach's gut. Ciao und viel Spaß nächste Woche bei 60. Schöne Grüße. Ciao. Geibler auf alle Fälle legt sich die Kugel erst einmal da zurecht. Schönfelder steht dann zu seiner Linken. Geht aber jetzt in Richtung 16er. Also kommt der Ecke, die er ein bisschen vom Tor wegzieht, so wie es aussieht. Ja, so ist es. Jetzt Richtung zweiten Pfosten. Da steht Bräunig. Bräunig Volley. Draufkaut, titscht dann nochmal auf und dann kann Schulze Niemes nur mit den Fäusten abwehren. Kote verliert das Kopfballduell, der Ball ist eben nirgendwo, jetzt hat ihn Münster wieder. Münster legt sich an Fied vorbei, Münster im Mittelkreis, versucht jetzt das Spiel schnell zu machen. Auf außen, auf die 10, der hat jetzt viel Grün vor sich. Wird vom Bulic gut zugestellt, Ball im Strafraum, die 10 kann er im Hinterhof schießen und der Ball schlägt ein. Schön rechts im Eck. Platzierter Schuss von Münster, das war das 1:3. Ja, Anschlusstreffer. Vom Joker nebenbei bemerkt. Ja, er zieht damit links ab, ist halt doch mit zu viel Power und dann doch zu platziert. Da wird es dann schwer für Gebhardt, den noch rauszufischen. Nicht direkt aufs Tor. Feed dazwischen. Weggeschlagen und da war der Abpfiff.